Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum zweiten Vlog 5 Millionen Schritte. Und das hätte ich euch wirklich gerne und mir selber auch erspart. Aber eigentlich wollte ich den Podcast schon vor zwei Tagen aufnehmen. Immer das gleiche Wetter. Man sieht es regnet. Ja, auf Englisch hätte man gesagt, it's raining cats and dogs. Also es regnet nonstop in Frankfurt schon seit mehreren Tagen. Zur meistgefragtesten Frage überhaupt in dieser Woche: Warum heißt dieses Projekt 5 Millionen Schritte? Warum fängt dieser Vlog aber irgendwie bei Tag 50 an? Deshalb möchte ich das ganz kurz nochmal erklären. Eigentlich kam die Idee zu diesem Vlog und darüber zu bloggen, wie ich pro Tag 10.000 Schritte mache, erst nach Start quasi meines eigenen innerlichen, intrinsischen Projektes. Ergibt sich quasi diese Differenz, dass ich 50 Tage mit je mindestens 10.000 Schritten schon auf dem Buckel habe und jetzt erst eingestiegen bin. Darüber ja zu vloggen und darüber auch zu schreiben auf meinem Blog, den ihr findet auf blog.danielschmidt.com. Zur Frage der Fragen: Wie geht's mir in Woche 2 dieses Vlogs? Das sind so etwa die Tage, ja, wir bewegen uns zwischen den Tagen 54 und paar 60. Heute ziemlich genau der 60. Tag, an dem ich 10.000 Schritte versuche. Es ist eine Qual momentan, nicht nur des Wetters wegen. Schwächel gesundheitlich auch ganz schön. Ich bin ziemlich erkältet. Man hört, dass ich rede, auch etwas nasal. Vielleicht kann ich ganz kurz mal einblenden hier oben. Habe ich darüber auch getwittert, wie es mir letzten Sonntag gar nicht so gut ging, so die klassische Männergrippe und dann noch dieses Wetter und 10.000 Schritte. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, aber nichtsdestoweniger war es auch kein Spaß. Das möchte ich auch nicht drum herum reden. Auch man sieht es jetzt, ich bin klitschenass. Ich bin eben über den eisernen Steg, den man nicht auf diesem Bild sieht, nein. Das ist natürlich nicht der eiserne Steg dahinter. Kann ich ja mal drehen. Dann seht ihr auch ein bisschen eiserner Steg da hinten. Guck mal, welch schönes Panorama hier gleich mit Schiffchen. Da ist der eiserne Steg, da bin ich gerade drüber gelaufen. Und ich habe seitdem, weil es hier ziemlich quer regnet, auch eine total nasse Jeans. Und hier ist jetzt auch richtig kalt, das zieht durch Mark und Bein. Also es ist momentan nicht unbedingt ein Spaß, 10.000 Schritte zu machen. Des Weiteren muckt mein Knie nach wie vor. Ich hatte es im ersten Block ja kurz angedeutet, einen kleinen Unfall gehabt im Dezember, bei dem ich aufs Knie gefallen bin. Das Knie wird leider schlechter. Ich kühle es immer fleißig. Ich habe jetzt auch einen Termin beim Orthopäden ausgemacht in 2 Wochen, wie es so ist, ne? Kassel. Aber ich zeige auch noch mal ein Foto von dem Knie. So sieht es gerade im Moment aus. Also man sieht deutlich eine Riesenschwellung und irgendwie sieht es auch irgendwie deformiert aus. Ich weiß auch nicht. Also körperlich geht es mir nicht gut. Mental ist es ein ganz schönes Auf und Ab, muss ich sagen. Momentan kämpfe ich dahingehend etwas, dass ich gerne mal laufen wollen würde, ohne ständig auf Menschen zu treffen. In Wirklichkeit ist das nun mal in Frankfurt nicht realisierbar. Hier leben 670.000 Menschen, ich bin einer davon. Und bei meinen Strecken, die ich hier so durch Frankfurt mache, und auch bei meinen Touren, die ich beruflich mache, bin ich ja öfters in Hamburg oder in Köln oder wo auch immer. Das sind halt alles Großstädte und da begegnet man zwangsläufig Menschen. Und ich muss sagen, dass momentan meine Geduld mit diesen Menschen, die in vielfältigster Form ja interagieren, zwangsläufig in so einer Stadt, echt sehr, sehr dünn ist. Ein gutes Beispiel ist gestern gewesen, da hat mich ein Autofahrer meiner Ansicht nach grundlos angehupt, weil ich auf der Straße stand. Also ich bin quasi bei grüner Fußgängerampel auf die Straße, die wurde dann rot. Er sah nur, dass ich bei rot auf der Straße stehe, hupt voll. Und ich muss sagen, dann bin ich euch äußerst laut und aggressiv habe ich dann zurückgefeuert. Und das ist eigentlich nicht die Art, die ich gehen möchte. Also das zeigt schon, momentan tue ich mich Menschen wieder sehr schwer. Das haben hypersensible Menschen, zu denen ich mich jetzt auch ohne entsprechende Diagnostik einkategorisieren würde, einfach so an sich. Und je nachdem, wie die Depression gerade drückt oder die Stimmungslage ist, dann fällt das auch wahnsinnig schwer. Also, nach was ich mich sehne momentan, wäre
10.000 Schritte machen zu können, quasi ohne jegliche menschliche Interaktion. Vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, ich könnte durchaus auch in den Taunus fahren für meine 10.000 Schritte, aber es ist auch alles eine Zeitfrage. Das darf man nicht vergessen, ich brauche für meine 10.000 Schritte schon so 2-2,5 Stunden am Tag. Das ist auch eine Zeit, ein Budget, das man erstmal haben muss. Ja, ich will diesen Blog oder diesen Vlog gar nicht so lange in die Länge ziehen, weil mir immer kälter wird und ihr wahrscheinlich hier auch nur noch gar nicht mehr mich sehen könnt. Ich freue mich hoffentlich auf besseres Wetter in den nächsten Tagen. Ich werde dann zwischendurch mal wieder in Hamburg sein, beruflich, und ja, dann schauen wir mal, inwieweit mir es dort leicht fällt, meine 10.000 Schritte zu machen. Oder eben nicht. Der Aufruf, den ich eigentlich schon hätte in den letzten Vlog reinpacken sollen, was wollt ihr eigentlich wissen? Zum Thema Depression, zum Thema 10.000 Schritte machen, zum Thema Bewegung, zum Thema, wie gehe ich das überhaupt an? 10.000 Schritte, brauche ich unbedingt hier so einen Schrittezähler? Da können wir übrigens gerade mal hier Beweis, was ich bis heute so gemacht habe, 9.000 waren noch was, 9.036. stehen auf der Uhr. Also, eure Fragen gerne unter dem Hashtag 5M-Schritte, den kennt ihr schon aus dem ersten Vlog. Ich verabschiede mich, schwenkt nochmal durchs schöne, hier kommt, schwenkt man nochmal durchs schöne Frankfurt-Panorama und sagt Tschüss bei den 5 Millionen Schritten.